So, Shelf Control. Genau. Zwei kurze Medieninhalte und das eine ist utopia.de. Kennen vielleicht viele. Gehört, glaube ich, inzwischen irgendwie so einem dieser Medienkooperationen, ich glaube der SPD oder so. Okay. Bin ich ganz sicher, aber auf jeden Fall findet man da jetzt keine politischen Inhalte und auch jetzt eben keine Sachen, die jetzt irgendwie so gesetzte PR-Artikel sind, sondern da kann man eben eine ganze Menge aus unheimlich verschiedenen Bereichen über nachhaltiges Leben mitbekommen. Ich kenne das noch von vor, also bestimmt 12 Jahren oder so. Da haben wir damals auch den Gründer mal kennengelernt. Da war das alles noch ein bisschen aktivistischer und auch noch so ein bisschen, also hatte ich so einen Eindruck, bei der Erinnerung jetzt, und noch so ein bisschen, na, weniger professionell, aber eben klarer in Richtung, so wie gestalte ich mein Leben dann eben auch so, dass es besser passt und Infotainment und so weiter und gleichzeitig auch wirklich gute substanzielle Tipps und so weiter. Und auch heute lohnt sich das aus meiner Sicht immer noch, gerade wenn man jetzt irgendwie mit dem Thema ein bisschen Berührung oder nicht so viel Berührung hat, dort vorbeizuschauen, den ganzen Quatsch irgendwie abonnieren und so weiter. Social Media, ihr kennt das Business. Aber da vorbeizuschauen, weil da gibt es eine ganze Menge über, wo man dann seinen eigenen Lebensstil und Lebensführung überdenken kann. Wir haben ja vorhin gesehen, das hängt auch, da hängt viel dran. Das ist eine gute Quelle dafür. Also da nochmal zur Bestätigung, also die SPD ist tatsächlich da, eine Medienholding der SPD, also die DDVG und die Umweltbank hat 27% der Anteile. Jetzt nicht per se Adressen, die man jetzt doof finden muss. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch von beiden jetzt keinen Einschlag in den Artikel gesehen und so weiter. Schaut mal rein, ist auf jeden Fall besser als das nicht zu tun. So, genau. Und was habe ich noch? Diesmal haben wir zwei. Lingua Tertii Imperii von Viktor Klemperer. Lohnt sich total. Ich erzähle gleich aus welchem Grund. Er selber, Sprachwissenschaftler, hat zur Zeit der Nazis gelebt und gearbeitet, musste dann damals irgendwie, glaube ich, hat auch Berufsverbot bekommen und so weiter, hat er schrecklich unter der Diktatur gelitten und so weiter, aber eben auch eben analysiert, wie funktioniert die, wie bilden sich da Meinungen, was für eine Sprache benutzen die und wie funktioniert die auch bei Menschen und was schafft die denn und so. Und hat das mal alles zusammengefasst in diesem Buch. Und das Schöne ist, das Buch kann man zu heute noch aufschlagen und du siehst ganz ähnliche Funktionen. Die siehst du bei Trump, die siehst du bei Bolsonaro, die siehst du aber auch im Umfeld von Klimaleugnern. Umfeld von Klimaleugnern und bei Querdenkern und so weiter. Schau mal, es lohnt sich total. Es ist gruselig, wenn man sieht, dass bestimmte Funktionen, auch bestimmte Sprachbilder, das ist ja meist gern so ein bisschen schwülstig und so weiter und auch immer so ein bisschen Endkampf. Also da versucht man immer ein Theoriegebäude jetzt in der Wirklichkeit zu verhaften. Da es aber in die Wirklichkeit nicht reinpasst, muss die Wirklichkeit zerschlagen werden und so weiter. Und dafür gibt es dann auch wieder bestimmte sprachliche und so weiter. Und das findest du dann ganz viel, teilweise so holzschnittartig wieder. Also klar, einige aus der rechten Szene versuchen natürlich auch daran direkt sprachlich anzuschließen. Also das ist dann kein Zufall, dass sie dann bestimmte Begriffe und Sprachbilder benutzen und so. Aber ich glaube, bei einigen ist es tatsächlich etwas, weil das irgendwie, ja, irgendwie so dazu, also im Sinne von ungewollt, man aber was Ähnliches gerade versucht aufzubauen. Sehr Damit gut, meine ich werde jetzt, ich mal. damit meine ich jetzt nicht Diktatur, sondern ich meine damit halt bestimmte Art von Öffentlichkeit zu schaffen. So, ja. Ja, Sehr lohnt gut. sich auf jeden Fall.